Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4. Ja, das letzte Mal haben wir einen kleinen neuen Mitbewohner bekommen. Hier der kleine Torge, der da unten rumsitzt und vor sich hin schmollt. Und natürlich auch unsere beiden Tiere wieder zurückkommen, den lieben Max und den lieben Dexter. Und der Max hat leider schon Angst hier vor der Musik. Ja, oh Gott, ich bin so froh, dass die beiden wieder zurück sind. Und ja, ich weiß nicht, was ich alles sagen soll. Wir haben den lieben kleinen Torgi hier bekommen. Christian hat ihn adoptiert. Und ich weiß gar nicht, wird er als Vater angezeigt? Wird er als Vater angezeigt? Ja, wird er sogar echt. Wird Salim als Vater angezeigt? Ja, sehr schön. Dann bin ich fröhlich. Dann, ich hatte schon ein bisschen Angst, dass das nicht zählt, weil es adoptiert ist. Und dass sie halt, also dass halt eben nur derjenige, der adoptiert, eben der Vater ist und der andere dann eben nicht. Aber alles gut. Die beiden sind zusammen, sind verheiratet. Deswegen gar kein Problem. Oh mein Gott, ist das süß. Oh, wie süß er die Treppe runterklettert. Oh. So. Wir haben den kleinen Torge angepasst und dementsprechend dann auch und schnell die Tiere wieder geholt. Und ja, deswegen, alles ist gut, bin zufrieden. Jetzt erstmal durchatmen und ein bisschen die Kleinen erziehen. Und die beiden sind ziemlich zurückgelassen, weil kein Elternteil in der Nähe ist. Oh. Wo bin ich denn? Ach, da guck mal, da bin ich direkt wieder. Oh. Ich bin noch da. Was ist los, Kleine? Hm? So. Kannst du dich auch mal baden. Und dann ins Bett bringen. Und du kannst mal kurz dich um deinen Sohn kümmern. Über Fehlverhalten belehren, Tag verschönern, loben. Ich weiß nicht, was er gemacht hat, aber irgendwas hat er bestimmt gemacht. Erziehungslevel 1 erreicht, alles klar. So. Wie sieht es denn aus mit dir, Kleiner? Hast du irgendwie Hunger oder so? Du sollst eigentlich auch mal ins Bett gehen. Also du bist nicht müde, aber damit wir nicht einen blöden Zeitrhythmus bei dir reinbekommen. Aber gut, bei dem kleinen Kind kannst du es sowieso vergessen. Also in Zeit, so einen richtigen Rhythmus kannst du komplett vergessen eigentlich, aber ja. Komm, wenn wir gerade schon dabei sind, dann können wir auch und ich dir ein bisschen was beibringen. Hier, wie wär's denn, wenn wir dir mal beibringen, Entschuldigung zu sagen? Ich weiß, eigentlich kann er noch nicht laufen und noch nichts. Er kann noch nicht mal sprechen, aber wir bringen ihm schon mal Entschuldigung bei. Es ist eigentlich komplett sinnlos, aber ja. Also beziehungsweise unlogisch, aber passt schon. Ungehorsames Kleinkind. Ach, was soll ich bloß machen? Wie überzeugt man ein Kleinkind das zu tun? Was für ein Trotzkopf. Schmutzige Zeit wegen Putzen. Die Sachen von Mark sind vielleicht ein bisschen sauberer, aber er fühlt sich irgendwie unbedeutend. Okay. Ich fühle mich unbedeutend. Alles klar, ich, gut, das ist natürlich ein bisschen unpassend. Wo ist denn eigentlich deine Frau? Was macht die gerade? Ach, die schläft. Ja, okay. Gut, sie hat ja auch ein bisschen Stress hinter sich. Alter, ist das Bild cool. Das Bild sieht richtig cool aus. Ist ein bisschen dunkel. Warte, ich mal kurz das Licht an. Das hat super viel gebracht, aber gut. Egal, man sieht ein bisschen mehr. Das Bild sieht echt cool aus. So, nicht ausschalten, ich will automatisch Lichter. Alle Lichter. So, muss dann überhaupt irgendjemand von euch arbeiten? Du hast noch 2 Tage, das ist alles gut. So, was ist mit dir? Du musst in 11 Stunden. Gut, dann gehst du gleich ins Bett. Nachdem du sie ins Bett gebracht hast, wie du es eigentlich machen solltest. Erziehung? Nein. Habt ihr das Maß? Warte, entschieden? Ruhig, streng, ruhig. Bitten, nicht trotzig zu sein. So, ich bin erstmal ruhig. Mal schauen, wie das Ganze aussieht. Vielleicht sagt sie so, nö, mache ich nicht. Oder man sagt, okay, hey, ich verstehe, was du von willst. Ich höre auf. Oder er ist wütend wegen irgendwas. Braucht Vergnügen, weil Spaß niedrig. Okay. Dann kannst du doch mal direkt hier oben mit dem Haus von Fifi Funkelfee spielen. Warum auch immer, dass das Haus von Fifi Funkelfee ist. Das ist eigentlich ein Ritterschloss. Ich weiß nicht, welche Feen in einem Ritterschloss lebt, aber
Ist schon okay. So. Ja, du kannst ja jetzt spielen. Du kannst ja jetzt spielen. Ist ja gut, du kannst ja spielen gehen. Was ist mit Dexter? Warum steht er immer noch rum? Habe ich inzwischen mich um sie gekümmert? Nein. Ich stehe da einfach immer noch rum und guck Max an. Was ist los, mein Kleiner? Okay, das scheint. Ich glaube, die beiden. Warte. Kurz mal schauen. Bekanntschaft. Ja, die beiden sind nicht mehr. Egal. Da kann man nichts dran ändern. Bauen wir die Beziehung ja nochmal auf. Das ist jetzt nicht so schlimm. Na, Kleiner. Das wird schon. Wir alle werden es mal wieder schön mit dir anfreunden. So, was ist mit dir? Du brauchst immer noch Vergnügen. Ja, dann geh doch spielen. Das Restaurant Sunset schreibt rote Zahlen. Oh. Ups. Nicht für diesen Sinn verfügbar. Ja, okay, das ist mir eigentlich klar. Warum schreibst du denn rote Zahlen? Ich schließe das mal. Nettogewinn minus 167 Simoleons. Was habt ihr denn gemacht? Das lief doch vorher immer so gut. Gut. Irgendwie. Hallo? Ich glaube, ich bin ein bisschen verbuggt gewesen. Kann ich sie aber jetzt noch maßregeln? Nö. Alles klar. Dann gehen wir direkt mal runter und kümmern uns um Max. Wo ist Max eigentlich hin? Ach, das ist da drinne. Oh, das ist natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch. Kann man wieder her. So, mein Kleiner, hier Freundschaft anbieten, loben, Leckerchen geben, apportieren. Ne, apportieren nicht unbedingt. Reden. Guck mal, wir haben eben Freundschaft geschlossen, sehr schön. Kennenlernen. Und dann kann sich auch gleich mal um den kleinen Dexter kümmern. Streicheln. Ey, komm her. Nein, bleib hier. Freundschaft anbieten. Ah, ist so schnell. Hör auf. Mit Laserpointer spielen. So, das dürfte eigentlich reichen. Was machst du denn da draußen? Du benutzt deine Windel. Nein, kein Chaos. Sag mal. Salim, bitte steh auf, kümmere dich um dein Kind. Das geht ja mal so gar nicht. Hallo, mein Lieber, was soll das? Fantasiefähigkeit erworben, aha. Kann ich mir bitte. Ach, da hier, aktuelles Verhalten maßregeln. Warte, wo war's? Erziehung, so hier. Ruhig, bitten, keine emotionalen Zusammenbrüche zu haben. Das hört sich sehr gut an. Ich habe gehört, dass im Club gerade eine tolle Party steigt. Nö. Bist du unterwegs? Ja, bist du, sehr schön. Warum liegst du eigentlich immer noch nicht im Bett? Kannst du bitte ins Bett gehen, meine Liebe? Du solltest schon längst schlafen. Oh. Mir fällt gerade. Während ein Vampir eindringt, welcher Vampir dringt denn gerade ein? Vampir eindringt. Nein, ich habe alles abgebrochen. Oh, warum? Umarmen, reden. Wo ist Dexter? Dexter? Oh, ist auch da drin. Warum ist er eigentlich immer da drin? Ich sehe dich, aber ich kann nicht an dich ran. So, komm her. Streicheln, Freundschaft anbieten. Kennenlernen. Kennenlernen. Du sollst immer noch ins Bett gehen. Wieso schläfst du nicht? So, ist der Vampir, der eingedrungen ist, schon inzwischen eingedrungen. Ich weiß nicht, wer und wo, aber egal. Ich fällt gerade auf, dass ich das hier gar nicht benutzen kann, weil ich ein Kleinkinderbett brauche. Ich mal kurz das Bett hier, kopiere das einfach mal, dann färbe ich gleich ein bisschen um. Was haben wir hier?
Rennfahrerträume. Ich nehme ein klassisches Kinderbild, das sieht ganz gut aus. So, vielleicht noch eine andere Farbe. Rot oder so Hellsfeller-Look. So grün sieht natürlich auch cool aus. Ich glaube, ich einfach mal rot, komm. Einfach so ein bisschen passend zu seinen, zu seinem... Okay, eigentlich passt alles zu dieser Wand. wie sieht's aus mit... Du bist ziemlich müde, alles klar. Dann gehst du direkt mal ins... Stopp. Hat Salim inzwischen ihm gesagt, dass er das nicht machen soll? Ich komme nicht mehr hinterher. Nein, sagt er anscheinend nicht, weil sonst würde er es nämlich nicht mehr machen. Okay, anscheinend doch. So, du mein Lieber. Bringst ihn mal bitte ins Bett. Nein, Kinderbetreuung in Schlaf lesen. Ich weiß, du musst auf Klo, aber erstmal musst du dich um dein Kind kümmern. So. Du sollst nicht tanzen, du sollst ins Bett gehen. Warum tanzt du immer noch? Hör auf zu tanzen. Du gehst ins Bett. Hä? Du kannst keine Treppen laufen. Oh, das wusste ich nicht. Das erklärt einiges, ehrlich gesagt. Hups. Ins Bett bringen. Könnte sie schon immer keine Treppen laufen? Ich meine, es kommt, glaube ich, später mit der Bewegungsfähigkeit dazu, aber ich war jetzt eigentlich immer der Ansicht, dass sie das schon kann. Weil sie irgendwie auch immer in allen Etagen unterwegs war, aber irgendwie war sie es anscheinend nicht. Das ist nicht ins Bett, in Schlaf lesen. Da kannst du das ja aufräumen, sehr schön. So, ist sie? Das ist das falsche Bett. Nein. Nein, falsches Bett. Nimm sie aus dem Bett raus. Warte, kann ich nicht irgendwie sagen, dass sie das hier beanspruchen soll? Okay. Sorry, du musst aufstehen, nochmal ins Bett gehen. So, Salim. Kleinkind in Schlaf lesen. Torge. So. Ich hoffe, das geht jetzt ungefähr klar. Doch, du machst das. Was ist das Problem? Wo ist denn Torge? Der steht hier unten. Ja, nimm ihn doch. Bist du doof? Hochheben. Vielleicht, weil ich davor stehe. Warum hast du ihn jetzt da abgestellt? Bist du doof? Hör auf damit. Torge in den Schlaf lesen. So. Jetzt aber. Ah, du bist doch ein Bob, ey. Hochheben. Hier hingehen. Torge in den Schlaf lesen. Geht doch. Herzlichen Glückwunsch. So. Chloe ist gerade ein bisschen am Baden, alles klar. Blase und sozial. Dann werden wir kurz die Blase eben einmal kümmern. Ich muss mich noch mit Tieren befreunden. Mit 5 Tieren befreunden, alles klar. Dann gehe ich mal kurz noch zu Dexter. Denn ich habe mich anscheinend noch nicht mehr mit ihm befreundet. Hier Freundschaft anbieten. So. Erfolgreich 2 Fehlverhalten korrigieren. Oh mein Gott, du Armer. Max beruhigen. So, wann hat er denn solche Angst vor Musik? Hat er das vorher schon auch schon gehabt? Oder ist das jetzt erst, seitdem ich ihn wieder hinzugefügt habe? Was kann eigentlich nicht sein? Eigentlich kannst du... Du sollst ihm deine Freundschaft anbieten.
So, ich habe sie mit Freundschaft beschlossen. Sehr schön. Achso, ich kann ihn natürlich nicht beruhigen. Ja, ja, ich weiß. Und hier unten die Musik bitte einmal aus. Was machst du? Ah, du trinkst was, okay. Du müsstest eigentlich mal auf Klo. Warum gehst du denn nicht auf Klo? Achso, weil es kaputt ist. Das hätte ich mir gedenken können. Das ist richtig typisch. So, benutzen. Sehr schön. Morgen, wie sieht's aus? Du bist eigentlich fit. Du müsstest mal was essen. Und auf Klo gehen. So. Alles klar. Hast du heute Arbeit? Verdammt, hast du echt. Verdammt, das ist echt kacke. Du bräuchst sogar noch einen Durchbruch. Okay. Ach, guck mal. Ja, das kleine Ding bewegt sich endlich. Was mache ich bei euch am PC? Du bist immer noch traurig. Oh Mann. Kannst du nicht ein paar Freunde anrufen oder so? Hast du Freunde, die du anrufen kannst? Ja, hast du. Wie wär's denn mit Rico? Komm, die ist doch super nett. Was? Ich schlafe? Ruf später nochmal an. Es ist 6.36 Uhr, da hast du nicht mehr zu schlafen. Okay, vielleicht finden wir jemand anderes. Wir wissen mit Anas. Kannst du nicht anrufen, während du isst? Ist vielleicht nicht so höflich, aber trotzdem wäre das, glaube ich, möglich. Wieso gehen eigentlich alle nie auf Klo? Die müssen immer alle, aber gehen nicht. Ach, guck mal, da bringt Christian gleich hier sie nach unten. Ist sie... Setzt du sie auf da drauf, oder was? Ach, süß! Oh! Sie jammert jetzt vor sich hin, aber... Albtraum gehabt. Oh, du Arme. Ach, süß, und Christian setzt sie da drauf, um sie so ein bisschen zu beruhigen, aber anscheinend macht das nicht. Warte. Katrina, kannst du dich mal kurz um sie kümmern? Nein. Beruhigen. So. Was ist mit dir? Du bist noch am Schlafen. Sehr schön. Okay, ich bin gerade komplett durcheinander, Alter. Alle wollen irgendwas. So, du kannst gleich mal duschen gehen. Lektion verspielt, alles klar. Was? Oh, was ist los? Oh. Oh, Baby, komm her. Morgen nur so, wow, okay, sie weint. Was ist das denn? So, deine Mutter kümmert sich mal um dich. Morgen, wie sieht's aus? Du müsstest mal was essen. Das solltest du eigentlich auch schon längst tun, aber hast du wahrscheinlich nicht vorgehabt. Wir haben kein Essen, oder? Haben wir echt kein Essen mehr? Nö, wir haben nur noch Zuckerkekse und leere Teller. Wieso auch immer der ganze Kühlschrank voll mit leeren Tellern ist. Kann ich irgendwie... Zählt das nicht irgendwie verdorbenes Essen ausräumen, genau. Sonst müsste ich jetzt jeden Teller einzeln rausholen, habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. So, Frühstück servieren. Du kannst ja mal wohl Eier und Toast machen. Das dürftest du wohl hinbekommen. Hoffe ich mal nicht, dass du gleich unsere Küche abfackelst. Ich müsste mal was trinken. Ich habe da Kacke im Inventar. So, du bist richtig... du warst doch... Achso, ja gut, du bist natürlich immer noch müde, weil du einen Albtraum hattest. Salim ist in der Badewanne eingeschlafen. Könnte ich ja nicht. Ich bin ja generell so ein Typ, der nicht so gerne badet, weil ich irgendwie so, nee. Nee. Das war ganze warm, extrem warme Wasser um einen herum, ist irgendwie so, mag ich echt nicht. So, Katrina, wie sieht's aus? Du bist gerade am Kochen. Du grillst gerade was grillst du denn da? Das sieht aus wie Gurke und Apfel. Was mit mir? Ich bin... Ach, guck mal, ich kümmere mich direkt schon um sie. Kleinkind überprüfen. Nee, du brauchst sie gar nicht überprüfen. Du kannst sie gleich ins Bett bringen. Die Kleine ist immer noch müde. Das ist ihr Problem.
ins Bett bringen. Ah, schon wieder am Stinken, der Kleine. So, morgen muss ich ca. eine Stunde bei der Arbeit sein, alles klar. Ich glaube, ich lasse sie heute auch mal alleine gehen. Aber erst einmal würde ich sagen, ich mache hier einen Cut. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, hier bei The Sims 4. Und ja, bis dahin sage ich einmal ciao.